So, und ich hoffe natürlich allen anderen auch. Und ich setze jetzt einen Marker. Einen glücklichen kleinen Marker. Und würde sagen, wir beginnen das Spiel. Ich werde am Anfang erstmal nicht viel dazwischen quatschen, wie das halt immer so ist, ne? Ich habe vorhin ganz kurz reingeguckt. Das heißt, ich weiß, ich werde am Anfang erstmal nicht dazwischen quatschen, damit zu der Anfang des Spiels auf uns wirken kann und so. Und ja. Kasparo, danke für den Follow. Hallo Eisdrache, einen wunderschönen guten Tag. Nein, ist nicht Ending. Wir werden sehen. Mal schauen. Ist der Anfangsbildschirm. Geht los. Diese Maus. Die Maus triggert. Guten Abend, Klaus. Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. So, also wir sehen ja schon, wir befinden uns in einer schneeigen Umgebung. Wir haben Schnee. Wohl freut sich. Schnee. Und haben gerade zwei Stimmen gehört. Ein Pärchen ganz offensichtlich. Und werden ihn jetzt mal den Traum erzählen lassen. Hallo Sniper-Fehler. Fehler. Da war er schon weg. Whatever. Bato, einen wunderschönen guten Tag. 113,5. Hallöchen. Hans, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Und Hans, es geht mir gut. Dark Spider hatte ich dich begrüßt und nein, ist kein ASMR-Spiel. Nein, ich denke nicht. Ich glaube nicht. Wie sind Träume, moin? Es ist kein Schneefuchs, nein. Ganz offensichtlich nicht, dann wäre er weiß. Die wären ja weiß. Wiesentreu hatte ich begrüßt. Pandoras Box, hallöchen. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Hallo Huhn. She couldn't stay though. She had to find her other two children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Benny, schönen guten Abend. Das freut mich doch, Hans. Das ist doch schön. Das ist sehr schön. Dass sie gut sind. Und Sniper-Fehler ist noch da. Einen schönen guten Abend. Hallöchen. The first tree. Ich
möchte nur mal ganz beiläufig erwähnen, nur so am Rande, dass das ein einziger Mensch entwickelt hat, das Spiel. Nur mal so. Etimon Calls, einen wunderschönen guten Abend. Kälte-Teschi, Hallöchen. Der schläft bestimmt nur. Ja, der schläft nur. Hallo, Ricket. Ich hab Four Seasons auch noch nicht gespielt. Das steht im Prinzip auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ich weiß es also nicht. Ich kann es dir nicht sagen. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story, too. I felt like I was right behind her the whole time. Hi, Redard. Schaxolotl, alles klar. Falls du dich also jetzt nicht spoilern willst, ich verstehe das und bye-bye. Viel Spaß dann beim Selbstspielen. Huch, was ist passiert? Oh, mein Controller ist aus, wieso? Hä? Jetzt bin ich irritiert. Na, mal gucken. Wird Zeit, dass der Neue kommt. Controller müde, ja. Yeah. Es wird echt Zeit, dass der neue Controller kommt, endlich. Bestellt ist er muss nur noch mal geliefert werden, das wäre ganz schön. Olaf, Hallöchen, Batterie leer? Ja, eigentlich nicht. Ich dachte, ich hätte vorhin neue reingetan. Nee, quick. Hisschen. Ich krieg dich. Oh. Entschuldigung. Tut mir leid. Hi, René. Sollen wir mal ein bisschen rumgucken? Dass ich hier nicht irgendwas übersehe. Ist ja doch recht groß und weitläufig. Oh! Siehste? Scheiße. Verflucht. Da glänzt noch was. Toba, Hallöchen. Was für einen Controller hast du denn geordert? Im Prinzip den gleichen, nur mit Kabel. Xbox, wieder. Ich mag den Controller, ich komme mit dem gut klar. Meinst, wann wird die Raupe zu einem Schmetterling? Die Frage hat Strauchi gerade beantwortet mit dem Link zu einem kleinen YouTube-Video. Das ist das Maximum, auf was ich mich bei Schmetterling einlasse. Ich bin gerne eine Raupe, ich bleib so. Hallo, Mr. W. Bye, Thierry. Wieso? Nee, der ist nicht schlecht. Dark Spider, der ist ja nicht schlecht. Bloß, er ist halt nur mit Batterie, also ohne Kabel. Das ist halt ein bisschen ungünstig. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the fourth grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me. So I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat.
I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friend had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Die 10. Plage, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt kannst du Titanic nachspielen, ja. Mitten im Holzboot. Mani, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 26 Monate, mein Lieber. Und ja, das ist echt lange. Dankeschön. Na, Kältetechi, das jetzt nicht unbedingt, aber ich finde halt Batterien ein bisschen mühsam. So. Ist immer dafür zu sorgen, dass irgendwie Batterien im Haushalt sind. Akku wäre ja auch okay. Carlo Play, schönen guten Abend, hi. Bam, 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 bam. Ich habe keine Ahnung, warum wir diese Lichtdinger sammeln, aber es hat bestimmt einen guten Grund, deswegen machen wir das einfach weiter. Oh, meine Hüschen Familie. Moin Moin, Hallöchen. Batterielader. Du meinst das so Akku, so ein Akkulader. Ja, das wäre halt auch eine Idee. Ich habe jetzt einfach mal einen neuen Controller geholt. Der ist halt auch schon uralt. Aber ich mag ihn halt trotzdem. Schadet aber nicht noch einen ordentlichen, also einen neueren Xbox-Controller dazu. Damit Raupo was zum Looten hat, möglich. Isn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Hi, Lightning Hughes. Sag's weiter, ich habe keine Ahnung. Ich will auch nicht darüber nachdenken. Ich weiß es nicht. Hallo, Chaos Tuna. Hui! Loot! Da hinten glitzert's noch. Ich hoffe, ich kann da noch hin, wenn ich jetzt nach da. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt in eine Richtung gehe, dass dann die andere irgendwann nicht mehr kann. Moin, Carrie. Hallöchen. Kennt ihr das Gefühl? Ist schwierig. Hui.
Usually those kids would leave me alone, but somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank, tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I'd pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Schön, oder wohl? Hi, Onikami. Großer Panzer. Kleiner Fuchs, großer Panzer. Naja, das war bei der Formulierung jetzt aber auch mein erster Gedanke, Atlaspin. Aber wir werden sehen. Es ist ein Traum, Wolf. Es ist immer noch ein Traum. Nicht vergessen. Kleiner Picknickbereich. Oh Gott, ist der Fuchs klein. Oder das Zeug wahlweise sehr groß. Holzauto. Nur von daher, ich denke dran, ja. So groß ist ein Fuchs ja auch nicht. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr, so groß sind die nicht. Dass ich jetzt da drüben irgendwas übersehe. Ich glaube nicht, da oben ist da noch was. Kleiner Unterstand hier. Hallo Traumtänzer, guten Abend. Ein Monsterpaket. Die Musik ist echt fantastisch. Eine Schaukel.
eine Schaukel und ein Basecap. Ein Enten-Basecap. Huch. Oh, entschuldigt. Ich wollte euch nicht erschrecken. Alles gut, ich tue euch nichts. Ich hätte bei der Größe die ganze Zeit Angst gehabt, irgendwas zu übersehen, ey. Es ist schon bitter. Hallo, Annel. Ich denke nicht, Sniper-Failer. Nick, hallöchen. Irgendwas gesehen. Buhmann, servus. Da habe ich mich verguckt. Da hinten. Da oben. Schönen guten Abend, Mordecai. Sir? Oh, da hinten ist noch was. Moment, bevor wir hier runterspringen. Warte. Erstmal da hinten. Siehst du? Verflucht. Ich übersehe noch was. Sag doch. Ich will nichts übersehen. The older I got, the more I withdrew. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot. Mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There is something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. Hallo, Wusler. Ja, das hat weniger was mit den 100% zu tun, sondern mehr, dass ich nichts... Ich will von der Story nichts übersehen. Ich bin mir jetzt da hinten in der Ferne nicht sicher, ob das nicht auch noch irgendwas ist. Oder ob das Strahlen der Wand ist, aber ich würde gern nochmal hin. Ihr habt ja nicht eilig, ne? Viel Spaß im Lurk-Metro. Ging gerade nicht. Verflucht. Nein, sag mir nicht, ich komme hier nicht hoch. Triggert. Shay.
nichts mehr vor. Die Musik lädt so Umträumen ein. Ja, auf jeden Fall. Ich muss das halt direkt nacheinander machen. Also ich darf mir da nicht zu viel Zeit lassen, sonst muss ich direkt nacheinander springen. Sonst macht er das nicht. Hi, Sonic. Hallo, Verbittert. Das ist nur eine Spiegelung, oder? Nee, warte, ist es nicht. Nein, das ist auch noch so ein Leuchtding. Oder? Och, Mann! Oh, ich weiß es nicht. Da oben, auf der Spitze. Aber da komme ich doch nicht hin, oder? Doch, das leuchtet. Doch, das leuchtet. Och, Mann! Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist ein Fuchs und kein Wolf. Gefunden. Oh, guck doch mal, die kleine Holzente. Eine Holzente. Kanami. So, jetzt müssen wir aber nochmal an die eine Stelle, wo ich gerade den Sprung verkackt habe. Joey, wir wissen, es gibt keinen Fallschaden, Gott sei Dank. Oh, gut. Licht erleuchte, danke für den Follow. Seifür, danke für den Resub. Vielen lieben Dank für 5 Monate. Der Schnee dämpft den Aufprall, ja. So sieht's aus. Danke schön. Uff, ein riesiger Schulbus. Oh wow, das war aber wirklich, das war ja hinter einem Hügel versteckt. Wie gemein ist das denn? 12.02. Aber der ist auch so riesig. Ist schon alles absichtlich so, weil Traum und so. Ist riesig. So, Jens, Hallöchen. Hi. Hallo Weasel, einen wunderschönen guten Tag. AKA Crafting Car. Das hier hatten wir. Und jetzt haben wir hier unten irgendwo noch. Wo war denn das jetzt? Da vorne. Ich sehe. Entdeckerraupe. Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. So, jetzt aber. Diesmal aber richtig. Wow. Ich dachte, es wird wieder nichts. Ah. Okay. Sonnenstrahlen so herrlich.
So schön. So, das mag ich ja. Ach du. Ach nö. Siehst du? Siehst du? Hier läufst du nämlich einfach raus. Merkst du was? Läufst einfach raus aus dem Gebiet. Zack, Schnee weg, alles weg, puff. Na, hoffentlich haben wir in dem Schneegebiet alles. Bonk, einen wunderschönen guten Tag. Tja! Alter. Das ist Dark Souls. Ja? Ich habe mich auf ein entspanntes Spiel gefreut und jetzt spiele ich ja Dark Souls oder was? Das geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Es geht nicht. Das geht nicht. Ist mein Controller schon wieder aus? Wartet mal kurz. Ich guck mal. Moment. Schnell Batterien gewechselt. Ich vermute, das hat sich der Entwickler anders gedacht. Ich will es hoffen für den Entwickler. Spider-Org, danke für den Resub. Vielen lieben Dank für 7 Monate am Gucken. Oh, Entschuldigung. Ich kann auf das Bäumchen nicht ganz rauf. Ich komme hier nicht durch. Hier ist, da falle ich durch den Busch durch. Ich kann nur auf diese eine Stelle hier unten. Und die reicht aber nicht von der Höhe her. Ich, vielleicht später. Eventuell später. So, was denn jetzt, war denn jetzt wieder? Ha ha.
Okay. Ha! So! Läuft! First try, easy! So. Kein Problem! My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barbershop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Ja, ja, das muss am Controller gelegen haben vorher. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das war vorher eindeutig ein Controller-Problem. Ja. Jetzt hier, ja, kein Problem. Zack, 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 zack. Ja, wusch, wusch. Kein Ding. Eine Rakete. Rakete. Also tote Tiere habe ich ja nie irgendwo versteckt, ne? Ich habe tatsächlich auch nie Feuerwerk in irgendwelchen Briefkästen gezündet. Aber das wurde bei uns häufig gemacht, tatsächlich. Also meine Eltern mussten sich ganz oft neue Briefkästen holen, bis sie dann irgendwann mal einen geholt haben, der das aushält. Da kannst du halt 5 Böller drin hochgehen lassen und der Briefkasten so, ja, juckt. Magic Fox, habt ihr das gesehen, wie er auf der Nase getanzt ist? Boah, kann er das nochmal? Schade. Hallo, Planet Crusher. Genau, wenn die Batterien leer sind, kann der Fuchs nicht so hoch springen. Ballerina-Fuchs. Wunderschön. Ich sehe nichts. Überall Zeug. Ich sehe nichts. Ah! Ich bin ein kleiner, süßer Fuchs. Ich sehe da sonst nichts. Das ist ein Polizeiauto. Und jetzt bestimmt die Story dazu, Arthur. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path. Rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Hallo, Bro Ted. Schönen guten Abend. Er sollte sich neue Freunde suchen. Er hätte sich eindeutig andere Freunde suchen sollen, ja. Wieso Quatsch, Vorarbeiter? Wie gemein!
einfach immer so irgendwo versteckt. Ich hab bestimmt schon welche übersehen. Ich hasse mich jetzt schon dafür. Oh, Schmetterlinge. Sehr toll, Planet Crusher. Verstehe. Damit hätte ich den holen sollen. Damit! Damit hätte ich den holen sollen. Genauso wie ich den hier damit holen soll. Zack! Mit dem Schmetterlingsding. Nun. Spielmechanik. Und so. Oh. Was? Wo ist es hin? Oh, sie sitzt wieder da hinten? Wirklich? Was ich hier erledigen muss? Ein entspanntes Spiel spielen, Planet Crusher. Eine Story genießen. Das muss ich. Dosti, schönen guten Abend. Ja, man hätte es natürlich auch so machen können, ne? Also, natürlich mit dem allseits bekannten Schmetterlingsding. Wer kennt das nicht? Naja, das ist doch jetzt ganz logisch. Das hat dir Strauchi gerade geschickt. Planet Crusher. Im Hintergrund erzählt ein Mann zu einer Freundin, offensichtlich. Rachel heißt sie. Wie er heißt, weiß ich gerade nicht. Weiß nicht, ob sein Name schon fiel. Sein Traum. Und das, also wir spielen im Prinzip den Traum nach. Und erfahren dabei natürlich auch so einiges über die zwei. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, so sieht's aus. Wieso? Jetzt ist der Controller schon wieder aus. Das gibt's ja nicht. Okay, das ist nicht mehr normal. Das hat nichts mit den Batterien zu tun. Das sind ganz frische. Aus der Packung. Ja, hoffentlich hält er das jetzt noch durch. Schauen. Oh, wie schön. Oi. Der Fuchs braucht aber viele Batterien. Ja, ich glaube, das ist jetzt einfach altersbedingt. Herr Sando meinte auch, die anderen Batterien, die drin waren, waren nicht lang drin. Ich glaube. Naja, neuer Controller kommt. Kommt schon irgendwann. Ich dachte jetzt erst, da wäre eine Raupe, aber das ist so ein. Schmetterlinge! Viele, viele Schmetterlinge! Hui! Warte, erst will ich hier oben noch gucken, wo ich da runterfalle. Dann sehe ich wieder hier oben, weißt du, ist dann irgendwo noch ein Leuchtedings. Dann stehst du da unten, kommst nicht mehr hoch. Nee, sieht nicht so aus. Alright! Hui! Platsch! Ah, herrlich! Schmetterlingsding! Schmetterlingsding! Wozu brauche ich das gerade? Und läuft, und läuft, und läuft, und läuft, was? Zuchranzeln. Ihr seid doch blöd. Seid doch doof, seid ihr doch. Ah! Los, komm mal. Komm hier, komm, komm hier, komm. Wow. Ja, was? Nee, dafür war das nicht gedacht, offensichtlich, oder? Ach, dafür. Ah, also.
Aber von unten bekommt man den nicht, ne? Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Oh, das ist jetzt wieder eine Dark Souls-Stelle hier. Oh. Hey! Doch, Gott sei Dank. Gut. Gotcha. Manche Verstecke sind echt fies, aber hallo. Und ja, es ist ein Jump'n'Run, ja. Also Jump'n'Run-Puzzle vielleicht weniger. Ich glaube mehr Jump'n'Run. Mit Story. Ein Story-Adventure. Mit ein bisschen. After he drove me home from the police station, I blew up at him. Saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough, it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? Surprises me, too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. Benjo! Können wir Benjo spielen? Boah, das wär's jetzt. So ein Banjo-spielender Fuchs. Tja, ja. Halt oft erst sehr spät erkennt, dass man als Kind vielleicht dann doch ein, zwei Mal nicht ganz so recht hatte. So. Bis eventuell später vorarbeite. Guten Loot. Sticky re... Ricky Kiki? Ricky Iki? Vielen lieben Dank für den Follow. Komm an, Hallöchen. Ob ich da hochkomme? Mandivia, Hallöchen. Das ist überall gleich hoch, oder? Es macht keinen Unterschied. Nee. Kein Fall. Aber ich hab doch... Habe ich aus der Ferne nicht da oben irgendwas gesehen? Klar, da ist doch ein Auto. Da ist ein Truck. Wie komme ich denn da hin? Ah. Hallo, Gedankengeist.
Bye, Schlagzeile. Bye, bye. Abendmuffin. Ah, vielleicht hier drüben. Ah, vielleicht von hier. Hier lang. Ja, wobei, ist so wirklich... Ah, der rutscht hier eigentlich wieder runter. Und ich kann hier nicht wirklich an jeder Stelle springen. Das ist nicht... Ich weiß nicht, ob das gedacht ist, dass ich da hinkomme. Eoredo, hallöchen. Genau, ich bin zum Fuchs mutiert. So sieht's aus. So, da drüben komme ich auf jeden Fall noch hin. Dafür ist der hier dann vielleicht sogar gedacht. Hola, Loredo. Hatte ich dich begrüßt? Hi. Ah, nein. Das geht nicht. Der Bot ist wieder da. Yay! BB-Bot. Warte, diesmal gucke ich hier. Nicht, dass hier wieder zwischen dem Fels irgendwo einer klebt. Könnte auch noch unten am Wasserfall einer sein. Achievement! 50 Stars! Verstehe ich nicht. Ich kann da mitten im Flug einen einsammeln. Und davon habe ich dann was, dass ich das tue? Wow! Gott! Es muss einen Grund haben, warum da oben dieser Schmetterling hängt. Aber da ist nichts. Ist ja wirklich nichts. Wieso? Unfreiwillig durch einen übervollen Weihnachtsmarkt lavieren musste. Wunderschönen guten Abend, Weidengeist. Hallöchen. Du Armer. Du Ärmster. Aber es könnte natürlich sein, im... Nee, aber ich kann nicht springen. Das ist ja das Problem. Wenn ich einmal springe, dann ist ja vorbei. Das heißt, der triggert ja sofort mit Sprung. Ne, triggert ja diese... Das wird ja im Prinzip sofort genutzt. Ein Rennen? Naja, das ist schon das Maximum, was hier an Rennen geht. Stehe noch nicht so richtig, wozu das hier da ist. Es muss ja einen Grund haben. Wenn ich sofort springe? Nee. Ich begreife es nicht. Tut mir leid. Es gäbe bestimmt irgendein total tolles Achievement oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber ich verstehe es nicht. Ich bin blöd. Ich muss an mir liegen. Ich hätte es gerne gewusst. Buchen wir das unter... Sie hat sich stets bemüht. Ein Zettel. Schmetterlinge plus zweimal springen.
ihr merkt, wie ich da total drüber bin gerade. Sammelst du die Schmetterlinge ein, wenn du dort oben nicht springst? Ah! Ah! And there we go. Das Rätsels Lösung. Ich verstehe. Okay. Deswegen dreimal, nicht drei Schmetterlinge, sondern tatsächlich dreimal dieses Ding. Ich verstehe. Schabu. Schibu. Aha. Dann könnten wir es aber auch da hoch schaffen. Höchstwahrscheinlich. Muss vorsichtig sein, nicht springen, nur da drauf fallen. Easy. Jetzt komme ich da mit Sicherheit auch hier hoch. So, es würde vermutlich gehen. Wir haben Crazy Dark. This is the first tree. Ein Adventure Game. Vorsicht, ein Baum. Der erste Baum. Hi, Baron. Bisschen bitter gerade. Bei Vorarbeiter. Übrigens, ich kann das ja mal so beiläufig erwähnen. Das Spiel, ich spiele es aktuell auf dem PC. Es kommt aber in 3 Tagen für die PS4, für die Switch und für die Xbox raus. Haben es jetzt noch dafür umgesetzt. Ja, ist halt jetzt die Frage, welche Stelle nimmst du jetzt, um hier hochzukommen? Vielleicht die da hinten? Ah, es ist aber auch... Oh, Gott sei Dank. Gut. Yay! Stars! Blub, blub! Und der Truck. Der alte Truck von seinem Vater. Ich bin sehr stolz. So. Alles klar, hier ist nicht noch irgendwo unterm Reifen, unter dem Truck, irgendwo noch so ein Star versteckt. Ganz fies, nein. Okay. So, jetzt müssen wir die 3 Schmetterlinge nochmal holen, um da rüber zu kommen. Ich mache meinen Hund auch immer so, wenn er was Tolles gefunden hat. Am Märchenkart. Wie ein Spiel aus der Shelter-Reihe. Nee. Nee, ich glaube nicht, Märchenkater, dass die was miteinander zu tun haben. Es ist eben, aber puh. Shelter ist doch auch low-code, oder? Wow! Verflucht! Ich bin gerade dazwischen hängen geblieben. Ich dachte jetzt, ich krieg den Schmetterling nicht. Ich wollte schon schreien. Shelter war mit einem Dachs. Wirklich? Ich glaube, ich auch nicht
gespielt. Habe ich das auf Steam? Es könnte sein. Komme ich hier überhaupt nicht hoch von unten? Muss ich oben lang gehen? Ah, ich muss oben lang erstmal. Ich zitiere aus Steam für Fans von Journey, Firewatch und Shadow. Yep. Ich hatte auch, wo ich es gesehen habe, habe ich zuerst an Firewatch gedacht. Talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumberyards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Namens Rednamnet. Deswegen. Journey, die Hard Rock Band. Ich glaube, die ist damit nicht gemeint. Damit ist das Spiel gemeint. Was ich ja jetzt auch endlich kenne. Ich habe es auch endlich gespielt. Ich kann mitreden. Ganz ohne euch. Some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? Spiele ohne uns. Ich habe tatsächlich zuletzt Journey gespielt, ja. In einem Abend. Oh, das ist schon ein paar Wochen her. Da sind wir von meinen vom Geburtstag meiner Mama nach Hause gekommen. Und da habe ich mir Journey für die PlayStation gekauft und habe Journey gespielt. Ja. Skandal! Sie nur. Ha, da guckst du. Geht ja gar nicht. Doch, geht. Siehst du doch. Was ist denn das hier jetzt für eine furchtbare Landschaft? Ja, ja. Unikami, absolut. Skandal. Im Sperrbezirk. Skandal. Im Sperrbezirk. Skandal. Skandal um Journey. Nein. Oh, hoffentlich habe ich keine Stars übersehen. Foxy, Hallöchen. Oh. Oh. Ist schön. Kann man zurück? Also eine ganz blöde Frage. Kann man eigentlich zurück?
Ich glaube nicht. Nein. Das Spiel lässt einen tatsächlich nicht zurück. Einmal da, hast du verkackt. Hast du ein bisschen... Hast du Pech? Boah, ist das schön hier. Wie Raupenhiebe, ne? Ich nicht verdient. Hat's eine dreckige und irgendwelche Dosen. Einladend. Wirkt äußerst einladend. Moin, old German Hero. Architekt, Bauzeichner oder Ingenieur oder so. Ohne Orientierungsdienst ist mir bestimmt nicht einfach. Das könnte tatsächlich ein Problem werden, ja. Also vor allem jetzt, das ist halt hier schon sehr, sehr bewaldet dann doch. Nicht ganz so eindeutig von den Wegen her. Ich weiß nicht wieso.
Eins von drei Leuchtedings auf Stein. Alles klar. Okay. Ein Zelt und ein Schlafsack. Das Zelt sieht mir aber sehr unbequem so aus. Also für den Fuchs würde das vielleicht gehen, aber... Ich werde jetzt mal was ganz Verrücktes tun. Gehe zum Hauptweg zurück. Ja. Yep. Doch. Und ihr könnt mich nicht davon abhalten. Ich gehe jetzt einfach zum Hauptweg zurück. So sieht's nämlich aus. Wenn ich ihn finde. Ich glaube, da vorne ist er. Das hier ist der Seitenweg, den ich weggegangen bin. Da ist der Hauptweg. Das weiß ich auch nicht, wo gerade deine Finger waren, Muffin. Offensichtlich nicht ganz auf der Tastatur. Arim, hallöchen. Und jetzt gehen wir nach da. Auf einen weiteren Nebenweg. Yay! Nebenwege! Woher weißt du, wo du hin musst? Ich gehe einfach dahin, wo ich noch nicht war. Diam, hallöchen. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Deswegen haben wir diese eklige, ranzige Matratze gefunden. Jetzt weißt du wieso. Ziel des Spiels ist es, eine Geschichte zu erleben, die... ich mal ganz grob formulieren möchte. Stimme gerade aus dem Hintergrund, ist nämlich derjenige, der diesen Traum hier hat. Also es ist im Prinzip ein Traum, den wir nachspielen. Und er erzählt das gerade seiner Frau, Freundin, Frau. Wir wissen es nicht genau. Auch ziemlich traurig, die Story. Naja, bisher wissen wir ja noch nicht so viel.
sehr, erzählt dir viel aus seiner Kindheit. Wir wissen, dass bei beiden wohl in den vergangenen Tagen viel passiert ist, aber wir wissen noch nicht was. Neo, hallöchen. Ein Computer? Ein Computer. Okay. Und vielleicht da hinten die Geschichte dazu. Zum Anfang mit dem Dad. Ja. Das war ein Kommentar, der vielleicht schon irgendwas andeutet. Und ja, die Tonlage der Stimme ist auch sehr. Die Musik auch, ja. Ja. Und wir haben schon ein totes Fuchsweibchen. Einen kleinen, toten, süßen Fuchs gesehen. Das war auch nicht schön. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on, just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Ah, no trespassers, alles klar. Ja, kommst du nicht durch? Snowwalker, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück, Vorarbeiter. Hast du deine Jagd erfolgreich abgeschlossen? Den Loot nach Hause gebracht? Wieder so eine Ecke, weißt du, wo der ist ja ich als Entwickler, also wenn ich denn Entwickler wäre, weißt du, das wäre wieder so eine Ecke. Aber nein. Marvin, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Schönen guten Abend, Sorikata, Wanne. Ja, dafür hat sich der Entwickler entschieden, halt da hinten was hinzupacken. Auch okay. Auch schön dahinter. Okay. Eine Eule. Habt ihr die Eule gehört? Ich finde die Stimme auch sehr angenehm. Aber ich finde auch die Frauenstimme sehr angenehm. Ich finde beide sehr schön. Na klar. Also beim Therapeuten sitzt... Nee, er ist in der... Es ist auf jeden Fall nachts, irgendwann nachts oder früh am Morgen, also sehr, sehr früh. Ich glaube, er liegt im Bett mit seiner Freundin / Frau. Thank you.
Samt Anduri. Falls ich das noch nicht gesagt habe. Und da haben wir wieder so eins, wo wir uns hinknien müssen. Ist nicht so richtig. Halt auch so eine Ecke, weißt du? Das wäre wieder so eine Ecke gewesen. Sorry. Hab ich! Warum wir das machen, verstehe ich eigentlich so ganz. Aber ich verstehe ja auch nicht, wozu wir die Lichter sammeln. Das ist ja auch nur so. Aber wir sammeln's. Es gibt was zu sammeln, also sammeln wir das. Die Frage nach dem Warum ist da zweitrangig. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus eigentlich? Sag mal, wie bin ich denn hier reingekommen? Hallo? Hallo. Bin ich da reingekommen? Möglich? Ein Loot gut tut. Ja, genau. Deswegen. Aha. Rainer, schönen guten Abend. Die Lichter werden schon noch zur Erleuchtung führen. Ich denke auch. Ich denke auch. Babbelt irgendwas. Servus, Hansen. Was ist denn das? Kommen wir da hin? Also so ja, auf jeden Fall nicht. Mulgoa, schönen guten Abend. Hi. Waren wir doch schon. Da waren wir schon. Hier habe ich doch die zwei Teile eingesammelt. Wir waren hier schon. Da! Oh, uff. Oh, ich bin verwirrt. Ah. Oh Gott. Alles klar. Wir waren da schon. Ich habe nur diese Luft... Blasen, nicht gesehen. Warum auch immer die da sind. Aber vielleicht, um einem zu zeigen, wo man auch hin muss. Das könnte ja sein, dass man das aus der Ferne noch sieht. Okay, wo kamen wir eigentlich her? Ich hab die Orientierung verloren. Ich glaube, wir kamen von da. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Hinten waren wir schon. Wir sind die Ecke schon komplett gelaufen und haben dann beim Zurückgehen den Eingang hier gefunden. So war das. Okay.
Das heißt, wir laufen jetzt wieder in Richtung des Hauptweges zurück. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Herzkönig, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für ein Jahr. Dankeschön. Danke, danke. Mein Alltagsheld, Okami. Wie? Sagt mir nichts. Das sagt... Oh. Oh, hi. Halt! Halt, bevor ich zu dir komme, ich hab noch Sternchen gesehen. Ich sehe Sternchen, da oben sind noch mehr Sternchen. Überall nur Sternchen. Warum auch nicht? Er hat ja Zeit. So sieht's aus. Soll super sein, da spielst du aus, sowas wie ein Fuchs. Okay. Ah, verflucht. Oh, er hat's wieder gemacht. Fuchsballerina. Er hat es wieder gemacht. Er hat es wieder gemacht. Ist auf der Nase getanzt. Auf der Nase getanzt. Ist ein Ballerina-Fuchs, der auf der Nase tanzt. Auf seiner eigenen Nase. Versteht sich. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja, doch, ich habe das schon mal gesehen. Bei Salista, glaube ich. Ich glaube, bei Salista habe ich das gesehen. Das gefiel mir vom... Oder bei Draken, das kann auch sein. Draken oder Salista? Ja, wirklich. Aber das gefiel mir vom Stil her nicht. Also auch so von dem, was man... Ne, da sind nämlich Kämpfe oder sowas mit drin. Weiß nicht so richtig. Müsste ich mir nochmal angucken. Müsste ich mir nochmal angucken. Man soll ja offen sein. Nicht immer gleich alles ablehnen, was einem auf den ersten Blick nicht gefällt. Distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those three obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I love sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it,
But it was then I knew how much he had sacrificed for me. Boah, weil ich glaube auch, dass das super schön wäre. Wir wissen, wie er heißt. Joseph. Sie Rachel, er Joseph. Macht das traurig. Planet Crusher wurde doch gerade schon beschrieben, Okami. Konina, Hallöchen. Hi. Maddox, schönen guten Abend. Ist das ein Wolf? Hallo, Sasu. Stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Wir halten also fest, wie vermutet, sein Vater ist tot. Und aufgrund der bisher zwei toten Fuchswelpen würde ich eventuell darauf schließen, dass die zwei schon zwei Kinder verloren haben. Das habe ich mir schon gedacht, dass das nichts wird. Hi, Kyo.
Oh, verflucht. Das war jetzt schon schön gemacht. Oh, der Sound ist halt so. Die Musik ist so gut. Alltagsheld, da gebe ich dir recht. Die Bewegung, das Movement ist manchmal ein bisschen komisch. Also so ein. Aber ja. Das verzeihe ich mal. Hallo, Krill. Wo ich hier wieder irgendwas übersehe. Keine Stelle dafür. I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. Ich wünschte so sehr, ich könnte näher ranzoomen, wirklich. Aber näher geht nicht, das ist das Nächste, was machbar ist. Über eine Lupe? Moin, Knorke. Moin, Fatiman. Na du? Das wäre eine höhere Auflösung einstellen. Das ist im Prinzip, also das ist die native für meinen Monitor. Atlas. Ja, ich glaube, es gibt noch eine Stufe höher. Die hatte ich halt jetzt nicht eingestellt. Aber ich denke mal, es ist nicht gewollt, dass man es lesen kann. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Dass es gar nicht beabsichtigt ist. Quatsch. Paziman, auf Steam ist es längst draußen, das Spiel. Steam ist es schon lange draußen. Schon ewig, deswegen steht es auch schon so lange auf meiner Liste. Das kommt jetzt nur am 30. für PS4, Switch und Xbox. Marco, hallöchen.
Genau, Veröffentlichung 14. September 17. Und ich glaube, so lange habe ich das schon. Ich habe das echt schon ewig. Lang. Oh, wie schön. Ich musste direkt den F12-Button triggern. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Ich bitte euch, das ist so schön. Ja, darfst du nicht, Patsyman. Bei, geh schnell. Spiel dasselbe. Oh, ist das schön. Bei, danke schön. You know what it's like not to have a mom at home. That made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. Pixel Jess, danke für den Follow. Und Planet Crusher verstehe ich. Wenn so traurige Spiele nichts für dich sind, alles gut. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? I think my dad was the opposite of your dad in almost every way, except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more, I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning,
I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. Sehe nur ich in dem Gesicht oben ein Gesicht? In dem Teil? Da oben ist doch ein Gesicht, oder? The shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling of the wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. Hi, Diablo. Ich versuche das jetzt nur gerade richtig zu verstehen. Die ist von zu Hause weggelaufen, weggefahren, wahlweise mit dem Fahrrad. Wegen dem Vater. Vater war wütend. Sie hat zwar nur gesagt wütend, aber das sagt eigentlich alles. Sie ist weggelaufen. Irgendwohin. Hat denen vermutlich dort alles erzählt. Sich ausgeweint, darf man das so verstehen? Ich denke mal, die sind dann zum Jugendamt, schätze ich. Und sie ist zu einer Pflegefamilie gekommen. Verbinde ich das jetzt richtig? Ja, Alkoholiker, ich weiß schon. Das habe ich schon alles mitgekriegt, keine Angst. Guten Abend, Xulfita. Hi. Sollte hinkommen. Okay. Gut. Okay. Und hallo, Ella. Ah, Kommando, das glaube ich nicht, dass die nun direkt ihre Pflegefamilie wurden. Das wage ich zu bezweifeln, aber das ist ja auch erstmal nicht ganz so wichtig. Okay, gut. Oder die haben sie direkt aufgenommen. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns in this, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine.
Mein Harlequin. Warum ist manchmal gar nicht so richtig zu reden bei dem Spiel? Irgendwie das Gefühl habe, dass das die Atmosphäre komplett killt. Sobald du irgendwas sagst. Raus. Männer. Erst vielen lieben Dank für den Reset. Dankeschön für 22 Monate Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Thank you.
Was ich gerne wissen würde, von wem die Musik ist. Also ob die auch von dem einen Entwickler ist, der das Spiel gemacht hat. Nee, er hat lizenziert. Ah, ist klar. Okay. Aber dann hat er sehr gut rausgesucht. Dann hat er wirklich sehr, sehr gut rausgesucht. Schmu, hi. At the end of high school, I felt something I hadn't felt in a long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast and got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something, to be the next Alvaro Siza. And to make those thousands of sketches worth something in my grand history. But now even an internship sounds impossible. Siza helped me understand how essential emotion is in architecture, and he also said light is the real composer of space. I like to think these glints of light, like not finding a job, or even a strange dream about a fox, are something I should be thankful for. Even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. Abendrunner, Abendchor. Danke, Vorarbeit. Und danke, Strauchi, fürs Raussuchen. Seht ihr das Haus da oben? Ob wir da noch hin können? My dad was super supportive with my college plans. To a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day, he approached me, said that since my school search wasn't going well,
I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. So das Schlimme, du kannst gar nicht so richtig, kannst gar nicht so richtig was sagen dazu, weil es ihm ja schon leid tut. Es ist ja nicht so, als würde er es nicht bereuen, er bereut es ja. Das ist schlimm. Nicht so richtig, wo wir hin sollen. Entweder da lang oder da oder wir schauen einfach mal. Ist das hier gerade eine sehr trübe, unangenehme Stelle? Er hat schön wieder auf der Nase getanzt, guck. Hab's genau gesehen. Da, da, Licht. Hab's genau gesehen. Ah, Mensch. Holzi, holzi, holz. Entschuldigung. Sehr unpassend. Amralon, Hallöchen. Alles schön erkunden. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Da müssen wir doch, müssen wir da hin? Hallo, Haus. Haus. Für riesige Fenster, für riesige Menschen. Ich bin so ein kleiner Fuchs. Ganz klein, ganz klein. Supi, Hallöchen. Vielleicht an Schalter. Richard Joseph hat ja von Kanada gesprochen, so wie ich das verstanden habe. Ist ja in Kanada aufgewachsen. Hi Heiko. Alaska, hat er nicht Kanada gesagt? Hat er nicht Kanada gesagt? Alaska? Nein, Alaska? Okay, Entschuldigung. Magische 13. Karasuke Shikaido, vielen lieben Dank für 13 Monate. Dankeschön.
Ja, das finde ich auch, Ravatri. Ich denke eben genau das war der Gedanke. Ich glaube, da geht es weiter. So leid es mir tut, heißt, ich muss nochmal da runter. Denn da ist noch was ich übersehen habe. Sorry. Das ist Licht, Schuppi. Ein Krankenwagen. Ah, vielleicht kommen wir da hinten auch hoch. Warte mal. Anfang des Gebiets. Wirklich, ich habe ja leider vorher jetzt schon auf jeden Fall 2 Minimum liegen lassen. Also alle ist sowieso durch. Der Stelle, wo wir so runter, wo wir dem Wolf hinterher sind, wo wir so runtergefallen sind. Keine Chance. Keine Chance. Und das Ziel ist, die Story zu erleben. Was es mit den Sternen auf sich hat, kann ich dir noch nicht sagen. Wir wissen nur, Ja, ich habe die Sterne da hinten gesehen. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt dann da lang muss oder da lang. Deswegen, ich habe die gesehen. Aber vermutlich müssen wir da lang, ne? Dann laufe ich gleich nochmal zurück. Ich laufe gleich nochmal zurück. Alles gut. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened, which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen, and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. Was ist dein Best Boy in den Credits? Und Kratos, danke für den Resub. Schönen guten Abend, danke für 20 Monate. Ja, alles klar, Alpha-Wand. Stapler. Bäh. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich durch den durch kann. Danke, Kratos. Danke, danke. Amralon. Best Boy ist ein Beleuchter. Beleuchter. Ich glaube, das ist der First Tree. Ich kann mich täuschen, aber das ist ein sehr großer, sehr auffälliger Baum. Da ist der Wolf wieder. Nein, die Knochen. In the distance, the first tree. Illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. If the first tree on Earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us?
There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes, I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love. I guess her journey was over, but I have no idea. It was only a dream, a distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place.
place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph.
Ulf, ja. Track. Bei Amralon ist nicht schlimm.
Ist das eine Eule? Eule, Uhu oder Kauz? Wie, du kannst es nicht genau bestimmen. Hallo. Was ist denn das für so eine laxe Aussage? Klingt nach einem Waldkauz. Na also, es geht doch. Das ist doch direkt viel besser. Ein Lachs ist es nicht? Ein Lachs? Ich glaube nicht, dass der Vater hier beerdigt ist, Atlaspin. Ich glaube hier, aber das glaube ich nicht. Hier kann ich nicht lang. Kann ich auch nichts machen. Bin gerade halt so ein bisschen überfragt. Also wir können jetzt hier uns das alles noch angucken. Das ist okay, das verstehe ich. Aber ja auch nur bis zu einem begrenzten Grad. Also da unten waren wir jetzt. Die sind ja hier eingezogen. Das ist ja schon mal ziemlich klar. Kann ich auch nichts machen. Gerade ein wenig überfragt, was ich tun soll. Oder die ziehen geradeaus. Nee, das glaube ich nicht. Das wäre sehr merkwürdig, weil dann wären sie ja innerhalb von 6 Monaten von sich zu Hause hierher gezogen, um jetzt wieder wegzuziehen. Das wäre schon irgendwie ein bisschen komisch. Ich denke schon eher, sie ziehen ein. Das ist das Boot, das Schnitzmesser, sein Vater, denke ich. Ich weiß noch nicht so recht, was jetzt unsere Aufgabe ist. Ich würde mich sehr gern hier hinsetzen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber das scheint nicht zu gehen. Wie eine Zwergohreule. Eine Zwergohreule. Hase. Ich habe auch gedacht, eventuell hier, weil es gibt Kinderzimmer, aber ganz offensichtlich kein Kind. Ja, ich glaube schon, Strauchi.
schon gut passen. Zusammen in das neue Morgen quasi. Ja, aber die haben nicht hier gewohnt vor Arbeit. Das Problem ist, dass das hier das Haus seines Vaters ist. Also das Haus, in dem er als Kind aufgewachsen ist. Ins Zelt! Ich dachte nicht mal, also ich dachte, ich komme nicht ins Zelt, weil der zu groß ist. Ins Zelt, alles klar. Ins Zelt. Ah, hier, ja, okay, alles klar. Das, ja, wenn ich genau hingeguckt hätte, hätte ich das gesehen, dass sich der Maus-Cursor-Dings ändert. What the hell? Oh Gott. Schreck mich nicht so. Kleiner leuchtender Fuchs. Kleiner leuchtender Fuchs. Hi Zwiebel. Aber die Landschaft ist doch der Hammer. Also jetzt mal so. Thank you.
Nein. Das war sehr, sehr schön. Timing ist auch großartig, ja. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ein sehr, 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 sehr schönes. Ich muss immer noch ein bisschen weinen. Muss man den Entwickler schon mal loben. Ist es eigentlich David oder David? David vermutlich. David Wiele. David Wiel. David Wiele. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Ja, Vivi, ja. Nemo, ich würde mir sowas niemals erlauben. Dafür habe ich schon viel zu viele Spiele gespielt, die eindeutig Kunst sind. Die so wunderschön sind. Und das gehört eindeutig mit dazu. Das war sehr, 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 sehr schön. Ein sehr schönes Spiel. Sehr traurig. Aber ein sehr schönes Spiel. Ja. So. Und jetzt gehen wir alle weinend ins Bett. Nein, wir lächeln jetzt alle ein bisschen, weil schließlich hat unser Protagonist, Joseph, noch eine Nachricht bekommen von seinem Vater. Und deswegen lächeln wir jetzt alle. Genau so lächelt mit mir. Sei ruhig. Er wieder neben mir. Beschreib mir den Hasen. Da könnte ich gleich schon wieder... Weißt du, da geht's schon wieder los. Ja. Das war schön. Danke, dass ihr da wart. Was mache ich denn jetzt mit euch? Ihr sucht euch heute selber was, ich weiß es nicht. Ihr sucht euch heute bitte selber was. Es sind ganz, ganz viele tolle Menschen da. Aber ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, zu was für einem Spiel ich euch schicken soll. Deswegen sucht ihr euch heute selber was aus. Ihr schafft das. Ah, ja, zum Beispiel. Andi ist online mit No Man's Sky. Brownie ist da. Trinchen fängt gerade an. Also Brownie fängt, glaube ich, auch gerade an. Mia ist zum Beispiel da, Minjas ist da. Es sind ganz, ganz viele da. Im Zweifel einfach in die Liste gucken, den Leuten ich so folge. Aber das sind eben alles zeitschwierig, von so einem Spiel dann immer woanders hin zu hosten. Das ist komisch. Ihr findet schon was. Ihr findet was. Es sind ganz viele tolle Menschen da. Danke, dass ihr da wart. Fühlt euch gedrückt. Und Snowwalker kann ich noch nicht sagen, weiß ich nicht. Wir schauen mal. Wir schauen, was wir morgen machen. Mal gucken. Dankeschön. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bye, bye. Bye.